Hi, das ist Operation Ton 2022 und so sieht es aus. Operation Ton ist wichtig, weil es so eine Gegenbewegung für die Kultur in Hamburg ist. Es ist nicht so ein Mainstream-Format oder eine Riesenkonferenz, sondern da kommen spannende Leute zusammen, die was zu sagen haben, wo Musikerinnen und Musiker im Publikum inspiriert werden und dann mit einem Kopf voller bunter Ideen nach Hause gehen. Es war wieder mal ein großer Einblick in die Gedankenwelt verschiedener Persönlichkeiten heute Abend aus unterschiedlichen Ecken der Kultur. Es war auch ein geschützter Raum, in dem man wirklich alles sagen konnte, was man denkt, was einen überfordert in diesen Zeiten. Wenn man wieder Fragen stellen muss, die einen vorkommen lassen, als wäre man in der Grundschule, weil sich so viel verändert. Hier wird ordentlich Raum dafür gegeben. Es gab kleine Streitereien, im Backstage ging es gleich weiter. Es war sehr positiv, sehr anregend und man nimmt auch einiges mit. Und ich weiß, ich kann jetzt immer jemanden ansprechen, wenn ich eine Frage habe. Und vergesst nicht, unten ein Like da zu lassen und lasst uns Corrie da, was wir nächstes Mal für Themen bearbeiten sollen.